Ich war ja bei der Veggie World und dann dachte ich mir, jetzt kochst du noch schnell was, weil so in der Woche brauche ich ja ziemlich viel was zu essen. Und ich habe die Gemüse da, schöne grüne Sachen und ja, dann mache ich traurig jetzt. Ich weiß, ich alles habe. Ja. Ah ja, das esse ich jetzt hier nebenbei. Das sind diese Losing Chips, die ich bei Veggie World gekauft habe. Da sind getrocknete Tomaten drin, Thymian, Wirsing, Rosmarin. Und so sehen die aus und schmecken hier so lecker. Mmh. Sind richtig crunchy. Aber wir machen jetzt hier weiter. Das ist so schön beim Essen dabei. Hier nehme ich wieder so einen Quinoa mit, so einen Beutel. Dann kommt Waldspinat rein. Dann einmal Bohnen. Dieser Arrabbiata. Einmal Möhren. Petersilie. Und zwei Paprika. Und das kommt alles wieder in die First Austria. Jo, und ihr seid dabei. So, jetzt habe ich hier schon Quinoa reingepackt. Da kommen so ein, zwei Tassen Wasser rein und dann kommt das ganze Gemüse. Zwei Tassen und der Quinoa sind drin. Es kommen die Paprikaschoten. Yummy, yummy, yummy. Worüben. Die gewaschenen Bohnen. Das sieht nicht toll aus von der Farbe. Jo, und jetzt kommt gleich die Petersilie und dann das Arrabbiata und die Gewürze und dann kommt der Spinat. Jo, die Petersilie ist auch schon fertig, die kommt jetzt auch rein. Jetzt kommt das Arrabbiata rein. Erstmal hier so aufmachen vielleicht. Ja. Das wasche ich, da mache ich noch ein bisschen Wasser rein. Und das auch noch den letzten Rest von der Tomaten mitnehmen. Auch so ein bisschen Wasser ist nicht so schlecht. Dazu. Ja. So, ein Gewürzen, einmal Kurkuma, einer der wichtigsten Gewürze, mal so ein Teelöffel, dann Salz, auch so ein Teelöffel noch dazu. Das Die Soße ist schon salzig, klingt da ja nicht too much. Dann machen wir einmal schwarzen Pfeffer. Butter. Nichts Besonderes. Und andere Seite. Ja.
nicht ganz so viel. So, dann wird es ein bisschen würziger, wird das Ganze. Ha! Ich habe ja was ganz vergessen. Hier die Kidneybohnen, die müssen auch noch rein. So Leute, es geht weiter. Jetzt mal kurz mal Ruhepause. Weil der Speicher war wieder mal voll. Also ich habe hier Chili reingepackt. Ich glaube, ich mache auch noch ein bisschen Curry rein. Was Koriander. Warum nicht auch ein bisschen Koriander? Bitte. Ja. So. Wie gesagt, die Kidneybohnen kommen ja hier aber rein, weil die schon gekocht sind. Brauchen die so lange? Ach ja. Yes. Hier habe ich noch ein paar getrocknete Tomaten. Die mache ich mal auf alle. So, und jetzt kommt noch der Spinat, der muss aber erstmal gewaschen werden. So, jetzt mache ich einfach den Spinat hier rein, das ist leckerer Babyspinat, der ist ganz hart. Einfach oben drauf. Und jetzt wird alles in First Austria wieder gekocht. Und zwar mache ich das diesmal nur auf 2 Minuten, weil Quinoa und auch das ganze Gemüse, das brauche ich nicht so lange. Ja, und dann, wenn es fertig ist, werden kommen noch die Kidneybohnen rein und dann hat sich die Sache schnell und easy. Jetzt schalte ich das hier ein. Auf 2 Minuten. Genau, auf 2. Jetzt fängt er an zu starten. Das war's. Der Deckel ist schon drauf. Ach ja, und das Ventil muss auch aus. Also hier einrasten auf der rechten Seite. Ach, ich denke, ich hatte das so toll. Ja. So Leute, das war's wieder. Ein bisschen aus Berlin. Ja, wenn die Kidneybohnen reingemacht werden, vielleicht mache ich nochmal und zeige euch das Gericht, wenn es fertig ist. Aber jetzt nicht erstmal. So, die Leckerei ist fertig und der Spinat ist ganz oben. Der hat sich da abgesetzt. So rühre ich das mal einmal durch. Ganz schön dampft. Ist schon ganz schön fest geworden. So, und jetzt kommt, boah, die Linse beschlägt. So, jetzt habe ich das ganze Glas hier nicht da reingemacht. So, das da drin, das hebe ich einfach runter. Das sieht richtig yummy aus, das Essen. Pack das mal auf den Teller, damit ihr seht, wie lecker das aussieht. Das ist ja alles so da. So und so lecker sieht das aus. Und ich habe schon gekostet und es schmeckt so hammer. Ja, also man braucht auch jetzt nichts mehr nachwürzen, weil Salz und alles ist genau richtig. Vielleicht ein bisschen Spritze Zitrone noch drüber. Das werde ich nämlich versuchen. Okay, ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich esse noch ein bisschen was zum Abend.